Wir alle zusammen erleben momentan eine außergewöhnliche Zeit. Und sehr bald wird uns alle miteinander alles um die Ohren fliegen. Wie meine ich das? In dieser aktuellen Krise entsteht momentan etwas, das was man in der Natur die Vorstufe von einer riesigen Explosion nennt. Man kann diese Krise oder diese aktuelle Situation von verschiedenen Seiten aus betrachten. Man kann sie von psychologischer Seite aus betrachten, man kann sie tiefenpsychologisch anschauen, man kann sie von astrologischer Seite aus betrachten, man kann sie von naturwissenschaftlicher Seite aus betrachten oder politisch oder ganz neutral. Ganz unabhängig. Aber was passiert momentan? Momentan passiert es, und zwar fast weltweit, dass die politischen Systeme immer mehr Maßnahmen beschließen, immer mehr Verschärfungen, und diese werden immer weiter in die Länge gezogen. Ob das richtig ist oder nicht richtig ist, über das reden wir in diesem Video gerade einmal nicht. Aber was passiert jetzt aktuell? Die gesamte Gesellschaft wird jetzt enorm unter Druck gesetzt, und ich glaube, die Politik weiß gar nicht, was da jetzt anfängt zu kochen. Die Menschen werden in Angst versetzt oder sind in Angst versetzt, in Unsicherheit, haben keine Aussicht, keine Perspektive. Sie können nicht mehr planen, sie können mit nichts mehr rechnen. Sie wissen einfach nicht mehr, wie es weitergeht. Und was passiert mit dem Menschen, wenn er immer weiter zurückgedrängt wird, immer weiter nach unten gedrückt wird? Und vielleicht macht es gar niemand bewusst, aber das passiert jetzt in der aktuellen Situation. Es wird momentan, und zwar weltweit, in der Gesellschaft Druck aufgebaut. Das heißt, die Vorstufe von Druck. Und was passiert in einem Kochtopf, wenn der Druck zu groß wird? Oder in einem Reifen? Was passiert, wenn der Druck zu groß wird? Dann knallt's. Dann fliegt einem alles um die Ohren. Und das werden wir heuer noch erleben. In der Astrologie sagt man, im Jahr 2021 ist im Februar, im Juni und im Dezember eine enorme Kraft im Feld. Das heißt, sehr viel revolutionäres Bewusstsein ist im Feld. Und das sieht man jetzt schon in Den Haag, in Eindhoven, in Amsterdam, ich glaube in Dänemark auch und in vielen südlichen Ländern, wo die Leute einfach nicht mehr können, wo sie einfach aufstehen, wo sie einfach sagen, nein, jetzt ist einfach genug. Und dieses Video soll nicht zum Aufstehen motivieren oder animieren. Es ist nur ein Hinschauen, was passiert, wenn wir Druck machen. Und wir machen ja alle irgendwo bei verschiedenen Themen da und dort Druck. Und auf Druck reagiert die Natur, das Leben oder unser Umfeld immer mit Gegendruck. Also tief atmen, ruhig bleiben, in seiner Kraft bleiben, ganz egal was passiert. Wenn du auch weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. Ich freue mich aufs nächste Mal. Pfiati, Servus, mach's gut.